Wir stehen am Anfang einer neuen medialen und damit auch politischen Zeitrechnung, denn Sora und ähnliche Technologien werden den Begriff der Fake News weiterentwickeln in Richtung Fake Reality. Das stammt nicht von mir, sondern von Sascha Lobo in seiner letzten Kolumne für den Spiegel und was er damit meint und vor allem, warum sich auch KI-Expertinnen und Experten ja völlig erstaunt sind, was momentan KI, Video- und Bildgeneratoren leisten können. Das wollen wir heute näher betrachten. Dafür habe ich einen Gast da, Tommy Falkowski, der bei uns am Institut, ja, ich würde mal sagen, der selbsternannte, aber auch wirklich beste Bild, KI-Bild und Videogenerator ist. Wir werden auch ein bisschen nachgucken, warum und wie er da hingekommen ist. Und damit, darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Roman Dumitrescu, ich bin Professor hier am Fraunhofer IEM. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen rein, was KI denn heute schon alles kann. Hi Roman. Herzlich willkommen, Tommy. Du, ich habe dich ja angekündigt als der KI-Bild- und Videogenerator bei uns. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ja, im Prinzip durch Ausprobieren. Also ich bin auf einen Zeitungsartikel gestoßen. In dem Zeitungsartikel stand, dass es jetzt möglich ist, quasi auf Knopfdruck, Bilder von beliebigen Personen zu fälschen, an Orte zu setzen. Das war Ende 2022, da kam nämlich Stable Diffusion raus. Google hat ein Modell dafür entwickelt, Dream Booth, sodass man diese Modelle nachtrainieren konnte mit eigenen Bildern. Dann habe ich natürlich das Naheliegendste getan. Ich habe Bilder von mir genommen, Modelle trainiert und konnte plötzlich per Texteingabe einfach beliebige Bilder erzeugen. Das war der Anfang. Mhm. Dann kam ChatGPT und seitdem gibt es fast keinen ruhigen Tag mehr, an dem nicht irgendwelche KI-News erscheinen, an dem nicht irgendwelche neuen Modelle veröffentlicht werden oder irgendwelche auch wissenschaftliche Paper veröffentlicht werden, die das Ganze immer weiter vorantreiben. Ja, du sprichst es schon an, die Woche ist erst ein neues Paper veröffentlicht worden von der Alibaba Group, wo sie auch einen neuen Videogenerator und vor allem auch Bildmanipulator eigentlich vorgestellt haben. Sora ging jetzt die letzten Wochen sehr medial, also OpenAI geht jetzt auch massiv in dieses Thema der Videogenerierung. Du hast es letztes Jahr schon mal zu mir gesagt, also 2024 wird zum ersten Mal ein Kinofilm, ein längerer Film, wirklich komplett KI generiert werden. Da haben alle noch geschmunzelt. Ich weiß, du schmunzelst da nicht über auch die Entwicklung, aber ich glaube, viele da draußen wundern sich, warum diese Technologien nicht so typisch wie normale Technologieentwicklungen ablaufen. Also sag jetzt mal einen festen Technologiereifegrad und man ein paar Monate hat es dann die und ein paar Monate da und es ist ja eher so, wups, und wieder was Neues ist draußen. Wie schätzt du die aktuelle Entwicklung ein, auch so Richtung vor allem Videogeneratoren, Sora, und warum bringt das uns als KI-Experten da eigentlich auch zum Staunen? Ja, also es ist tatsächlich auch für mich so, dass selbst ich nicht damit gerechnet habe, dass es jetzt im Februar 2024 auf einmal möglich sein wird, so gute Videos zu erzeugen, nur rein durch Texteingabe. Ich hatte natürlich mit den verfügbaren Tools bisher schon rumgespielt, mit Pika Labs, mit Runway ML beispielsweise. Und da war es so, man konnte kurze Videos bis 6 Sekunden erzeugen. Man hat den Videos aber immer angesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Also die haben geflimmert, Dinge haben sich verändert. Und plötzlich hat OpenAI Sora veröffentlicht und das ist tatsächlich eine Art Quantensprung gewesen. Und ich glaube, die haben es auch ganz bewusst gemacht. Zufälligerweise haben die das am gleichen Tag veröffentlicht wie Google, das Gemini 1.5-Modell vorgestellt hat. Da ist ein kleiner Konkurrenzkampf. Genau, vielleicht wollten die denen so ein bisschen die Show stehlen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Geschwindigkeit unvergleichlich ist. Also ich habe sowas noch nie erlebt und ich beschäftige mich nicht erst seit gestern mit neuen Technologien, sondern war schon immer affin, was das anging. Aber mit generativer KI ist es ja quasi exponentiell gefühlt manchmal, wie sich die Sachen beschleunigen und entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich auf große Veränderungen einstellen, das aber auch natürlich als Chance begreifen, diese Technologien einzusetzen. Absolut. Jetzt hast du schon gesagt, ich als Professor hier am Institut bin mehr oder weniger Versuchsobjekt und habe zumindest dahin noch einen Zweck in der Forschung für KI, dass ich tatsächlich für Bilder Videos herhalten kann. Das ist ja auch abgestimmt und meiner Zustimmung. Von daher, ich nutze das natürlich selber auch. Und zur Weihnachtsfeier letztes Jahr hast du erst ein Video gemacht. Vielleicht gucken wir da einmal mal rein, um einfach zu zeigen, was man tatsächlich auch schon in der Videogenerierung vor Sora schon machen konnte und aktuell auch machen kann. Ja klar, lass uns da mal drauf schauen. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen dabei erklären, wie du das gemacht hast, dass ich in diesem Video dort mit auftauche. Genau. Also es ist so tatsächlich, ich habe hauptsächlich Pika Labs für den Videoteil eingesetzt, aber die besseren Ergebnisse erzielt man, wenn man nicht Text-to-Video macht, sondern mit Bildern startet. Das heißt, für mehrere Sequenzen wie diese beispielsweise habe ich Midjourney benutzt. Hast du eigentlich die Videos Text-to-Image separaten Tool generiert? Die Bilder in einem separaten Tool generiert, dann die Gesichter ausgetauscht mit FaceSwap, das Ganze in Pika reingeladen. Und die Tonspur habe ich zum einen mit 11 Labs erzeugt, Stimme,
und den Ton mit Suno AI. Das war also schon noch ein bisschen Arbeit. Aber ehrlicherweise, das habe ich an einem Abend gemacht. Ja. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht der Videobearbeiter von dem Herrn. Von daher zeigt das einfach auch nochmal, was einmal möglich ist. Wenn man wirklich was kann. Naja. Nein, aber es geht ja wirklich darum zu zeigen, wie zugänglich mittlerweile Technologien sind. Weil ich glaube, das ist vielen nicht klar. Ich meine, ich kann das Video mir jetzt den ganzen Tag lang angucken. Die 30 Sekunden als Superheld, Roman. Aber was neben der Belustigung des Professors kann man denn tatsächlich so aus Sicht eines Industrieunternehmens mit solchen Technologien heute schon produktiv denn tun? Ich glaube, das Interessante ist tatsächlich nicht notwendigerweise dieser Weg Text zu Video oder Image to Video. Dafür gibt es auch gerade im Marketingbereich natürlich Anwendungsfälle. Wenn wir das Ganze umdrehen, und ich glaube, das ist auch bewusst von OpenAI gewählt worden, dass sie Sora veröffentlicht haben, denn viele Leute haben sich das angeguckt, haben das analysiert und reden inzwischen von einer Art Weltmodell. Das Modell hat implizit gelernt, physikalische Zusammenhänge korrekt mehr oder weniger abzubilden. Es ist nicht perfekt. Es gibt Videobeispiele, da haben die Leute 6 Finger oder die Beine vom Hund vertauschen sich mitten im Laufen. Aber es ist deutlich besser als das, was bisher da gewesen ist. Und wenn wir in diese Richtung Weltmodell denken, dann können wir uns natürlich vorstellen, wenn man das Ganze umdreht, das zeigt beispielsweise jetzt Google mit Gemini auch, kann man natürlich auch ganze Videos in solche Modelle reingeben und erhält eine extrem genaue Beschreibung oder vielleicht sogar eine Möglichkeit, um in Zukunft Roboter darüber zu programmieren, alleine durch die Aufnahme von Bewegungsabläufen. Ich glaube, das ist eine Richtung, die wir auch sehen werden, eine Entwicklung und sicherlich auch etwas, wo OpenAI noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher hat. Eine Menge, ne? Wenn man überlegt, welche Videodaten eigentlich auch im Unternehmen anfallen durch was, oder was man potenziell auch aufnehmen könnte, auch an Produktionsarbeitsplätzen dergleichen, dann entstehen natürlich eine neue Datenquelle, die wir bis jetzt noch gar nicht nutzen, weil wir sie nicht nutzen konnten. Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, schon sehr spannend. Gemini hast du angesprochen, darüber wollen wir eigentlich heute weniger sprechen. Die haben momentan ja mit den Woken-Daten auch zu kämpfen, die da rauskommen. Aber was, glaube ich, ganz viele bewegt da draußen, weil man ist oft schon an diesem Thema der Deepfakes ja dran. Also tatsächlich eher auch als Gefahr und als auch potenzielle Betrugsmöglichkeit. Und da gibt es ja auch schon erste Fälle, wo es tatsächlich schon auch für Unternehmen teuer wurde. Es gibt einen Fall in Hongkong von einem großen Unternehmen, wo ein realer Kollege mit virtuellen Kollegen, die ja tatsächlich aber gefaked waren, durch eine Betrugsbande dazu veranlasst wurde, mehrere Überweisungen. In Summe sind es angeblich 25 Millionen Euro dann geworden, die überwiesen worden sind. Also schon gravierend und spricht auch dann offensichtlich für die Qualität, die diese Fakes dann schon haben, in Videokonferenzen kaum wieder zu erkennen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, da ist wenig Regung gegenüber, aber es wird ja wirklich auch kommuniziert über diese Deepfakes. Und wie schätzt du das ein und was können Unternehmen denn tun, sich davor auch zu schützen? Ja, von dem Fall habe ich natürlich auch gelesen. Und erstmal fragt man sich dann natürlich, wie kann das sein? Wie kann es passieren, dass jemand allein nach einem Videocall auf einmal 25 Millionen Dollar überweist? Aber wenn man sich überlegt, die Qualität, in der man diese Videos erstellen kann, mit vertretbarem Aufwand, ist schon sehr hoch mittlerweile. Man muss aktuell, zumindest nach meinem Wissensstand, noch Arbeit reinstecken. Das funktioniert auch zumindest in der Qualität nicht in Echtzeit, dass man also live die Rolle einer anderen Person einnimmt. Da gibt es zwar auch Tools für, aber das, was ich zumindest kenne, erreicht nicht diese Qualität. Von daher gehen die Experten auch davon aus, dass es aufgezeichnete Videos waren, die da genutzt worden sind. Aber dann ist es tatsächlich so, dass das mit vertretbarem Aufwand tatsächlich relativ einfach möglich ist und wir uns darauf einstellen müssen, dass sowas in Zukunft vorkommen kann. Da ist natürlich die Gesetzgebung auch gefragt, dem Ganzen insoweit einen Riegel vorzuschieben, als dass das dann auch angemessen bestraft wird. Dazu kann ich nichts sagen, ich bin da kein Jurist. Aber Stand jetzt ist mir auch kein Gesetz bekannt, was irgendwie in Richtung Deepfakes, Imitation von Personen geht. Und für Unternehmen, ganz klar, muss man bewerten, inwieweit die eigenen Prozesse anfällig für solche Schwachstellen sind. Ja, und vielleicht sogar die Entscheidung treffen, dass gewisse Entscheidungen nur in Person getroffen werden können und eben nicht mehr rein durch ein Video. Man kennt ja die Zugänglichkeit für solche Betrugsmethoden ja durch den Enkeltrick, also einen Anruf in einer unerwarteten Situation. Das kann natürlich beim Videocall auch sein. Ne? Es klingt einmal auf und dann wird ein vorproduziertes Video. Ich bin gerade kurz gebunden, ne? Ich müsste mal so und so das schnell machen, dann kann man schnell überrannt sein. Wir haben das mal auch so Demonstrationszwecken, mal ein kleines Video gestern Abend zusammen mal gemacht. Vielleicht kann man das mal gucken, ob das einfach mal auch um darzustellen, wie einfach das tatsächlich möglich ist. Also das Tool ist jetzt HeyGen, in dem Fall muss man sich noch verifizieren. Du hast also per Video auch dein Einverständnis gegeben, dass quasi dein Konterfei da drin steht. Gucken wir mal, was dann die Frage auch sein wird. Genau.
Hallo Tommy, du, ich habe gerade noch mal mit dem Kunden gesprochen. Wir müssen bei dem Projekt in Vorleistung gehen. Kannst du bitte schnell mit unserer Verwaltung sprechen, dass wir fix 500.000 Ja, Euro schon überweisen? verrückt. Danke. Also man sieht, also würde ich jetzt normalerweise nicht machen, aber es gibt bestimmt Firmen, die, wo das einfacher wäre. Unsere Verwaltung würde jetzt in dem Fall auch nicht so funktionieren. Im öffentlichen Dienst ist das ein bisschen komplizierter. Aber wir haben das Video genommen, was wir hier auch schon mal gemacht haben, im Nachgang eines Vortrags, das ich letztes Jahr gehalten habe zu dem Thema. Also man kann sich das Originalvideo bei YouTube angucken, ja, verlinken wir vielleicht das auch dann mal. Genau. Und dann sieht man einfach dann dieses Video, was auf der Basis Lübs und Kron, ein bisschen noch hakelig, aber ich finde schon sehr nah dran. Also wenn man mit mich Tegel sprechen würde, absolut, würde man dann schon merken, okay, das ist ein Wunsch, eine Aussage. Und jetzt wissen wir auch, Chef und Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mitarbeiterverhältnis, das kann auch mal zu so einer Kurzschlussreaktion führen. Mhm. Ich mache das, weil es wurde ja mir so gesagt. Ne? Ja, genau. Du hast ja auch das IMO angesprochen von der Alibaba Group. Da ist der Code noch nicht frei verfügbar, von daher kann man es nicht verifizieren, ob es tatsächlich so gut funktioniert, wie die Demos das zeigen. Aber das, was man in den Demos sieht, man nimmt ein Bild und das Bild wird lippensynchron zu einem Lied oder zu einem Text angepasst. Also da Wahnsinn. Nimmt man ein Bild aus einer Videokonferenz von jemandem und genau, lässt das sprechen. Das geht relativ simpel dann in dem Fall. Ja. Also wenn es so ist, das können wir noch nicht. Und ich würde behaupten, also, dass solche Tools tatsächlich auch auf lokalen Rechnern laufen würden. Also die Tools, die ich kenne, die lassen sich auch lokal installieren. Das heißt, stehen im Prinzip auch jedem Verbrecher zur Verfügung. Das ist natürlich ein großer Nachteil. Andererseits wiederum sind die Sachen frei verfügbar, können getestet werden. Und man muss schauen, wie wir Mittel und Wege finden, um uns vor solchen Angriffen auch zu schützen. Ja, super. Ich meine, mega spannendes Thema. Wir könnten mit stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, für heute erstmal ein Überblick reicht das. Mich würde tatsächlich nochmal so in der Allgemeinheit nochmal interessieren, eine Sache. Denn ich sehe immer, wenn man sich mit gerade Generative AI beschäftigt, dann fühlen sich schon auch bei unserem Institut einige schon irgendwie abgehängt. Wir diskutieren das ja auch mal, wie können wir die Leute wieder mitnehmen. Weil eigentlich ist diese Technologie, und ich sage das ja auch oft, für jeder relativ einfach zugänglich. Du bist das nicht Informatik studiert, bist auch kein gelernter Data Scientist oder dergleichen, sondern bist zwar technologieorientiert, aber mit dem Thema Gen AI auch erst in den letzten 2, 3 Jahren in Berührung gekommen. Kannst du noch mal schildern, was sind die wichtigsten Voraussetzungen, mit diesen Technologien auch zurechtzukommen? Weil das ist ja offensichtlich nicht, dass man Informatik studiert hat. Nein, ganz klar. Also man braucht dafür keine formale Qualifikation, um das zu erlernen. Man braucht Neugier und Motivation. Das sind, glaube ich, die 2 wichtigsten Faktoren. Und wenn man das hat, dann war es noch nie so einfach in der Weltgeschichte, an Informationen ranzukommen. Wir haben Zugriff auf das gesamte Wissen der Menschheit. Und durch Generative AI, durch sowas wie ChatGPT oder andere Chatbots, können wir das auf unseren Wissensstand auch immer runterbrechen lassen. Wir können Fragen stellen. Dieser Bot ist 24/7 verfügbar, ist geduldig und im Prinzip hindert uns nichts, hindert die Menschheit nichts daran, das volle Potenzial auszuschöpfen. Von daher, bei all den negativen Schlagzeilen, die wir sehen, versuche ich mich auch auf die Chancen zu konzentrieren und plädiere dafür, dass die Leute das ausprobieren, sich zunutze machen. Und dann kann man sich auch Stück für Stück natürlich das Programmieren beibringen. Der Chef von Nvidia hat jetzt vor ein paar Tagen gesagt, Programmieren ist out, braucht man in Zukunft nicht mehr. Habe ich auch schon mal gesagt. Ja, hast du auch schon mal gesagt, klar. Ganz so schwarz. Aber es ist eine provokante Aussage, Aber Fakt ist, es war noch nie so einfach, es zu lernen, die Sachen auszuprobieren. Ja. Und das sollte jeder tun, um einfach auch zu wissen, was können diese Tools vielleicht noch nicht. Und vor allem, um neue Dinge zu lernen. Ja, und jeder und jede, das heißt auch Organisationen müssen da in das Thema investieren, um einfach voranzukommen. Aber der Zug ist noch nicht abgefahren. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, weil viele sagen, jetzt ist schon irgendwie ein Jahr ChatGPT draußen. Klar kann ich fragen, wie ich keine Ahnung, was ich meiner Frau zur Hochzeitsrede nochmal irgendwas schreiben lasse, was ich so wildeste Geschichten alle schon gehört habe. Aber Fakt ist, es gibt so viel und man kann sich wirklich damit auch beschäftigen. Und keiner von uns kennt ja auch alle Tools und hat die alle ausprobiert, sondern man muss natürlich auch gucken und dabei ist. Vielen Dank, Tommy. Spannendes Gespräch auf alle Fälle und spannende Einsichten in das Thema. Wir werden in der nächsten Folge uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Auch wir bleiben bei dem Thema KI und GenAI, aber wir gehen dann in einen konkreten Teil eines Unternehmensprozesses rein, nämlich den Innovationsprozess und gucken einfach, ist die KI vielleicht zukünftig die Lösung, um neue Ideen, erfolgreiche Produkte zu finden und diese auch zu entwickeln. Und da werde ich dann Laban Asma, der bei uns das Thema Corporate Innovation leitet, zu Gast haben. Dankeschön. We'll be right back.